Meine Turnschuhe von Converse, auch Chucks genannt, sind mit Sehnsucht getränkt. Und sie tragen dich durch dieses schwere Leben, wo dir keiner was schenkt. Du bist immer kurz vorm Weinen, du bist hobbydepressiv und du hörst den ganzen Tag nur traurige Musik. Halt die Fresse, Küchenkind, oder werd ein bisschen nah. Such dir andere Ziele, gründe eine Familie und komm mal endlich klar. Deine selbstgeschriebenen Gedichte, die sind gar nicht mal so übel. Das ist die Hymne von Jung und Klaas. Deine selbstgeschriebenen Gedichte, die sind gar nicht mal so übel, sagt der amerikanische Songwriter backstage nach der Show zu dir. Und dann habt ihr gebügelt. Du warst traurig, denn er hat sich nicht gemeldet. Dabei hat er's doch versprochen. Hey, honey, next time an in Düsseldorf, I give you a call for sure. Jetzt schaust du in dein E-Mail-Postfach. Und das schon seit Wochen. Oh Mann. Halt die Fresse, Kriegenkind. Oder werd noch ein bisschen nach. Gründ eine Familie, such dir andere Ziele und komm endlich klar. Halt die Fresse, Kriegenkind. Mit meinetwegen Christen. Baby, was ist denn? Komm endlich klar. Das ist ja wohl nicht wahr. In ein paar Wochen geht die Welt unter wegen dem Maya-Kalender. Und außerdem hat Nostradamus das auch schon in so Vorhersagen, also so in so Büchern geschrieben, dass die Welt jetzt untergeht. Und außerdem hast du neulich auf YouTube eine Doku gesehen und kamst dann zu mir und meintest, oh Alter, die Welt ist voll sick, Alter. Alter, weißt du was, ich habe eine Doku gesehen von so kanadischen Forschern. 9-11 war ein Inside-Job von den Schlümpfen. Ey, die Schlümpfe, die haben, ja, die gibt's wirklich, die Schlümpfe. Ich schwöre dir, die Doku auf YouTube, so Weltverschwörungs-Shit, Alter, ich schwöre dir. Alter, die ganze Welt ist so sick, ey. Warte, ich muss noch mal kurz einbauen. Die Welt ist so sick, Alter. Ey, lass mal wieder am Dokus gucken. So geile Weltverschwörungs-Dokus. Ey, ich schwöre dir, George Bush hatte in den 80ern einen Dönerladen mit Angela Merkel in Bonn. Da hat der hier, und da hat der als Abschiedsgeschenk, weil die hatten immer ordentlich was und so, hat er ein paar Schlümpfe bekommen, die hat er mitgenommen und die haben in den Innenwänden gewohnt von den Twin Towern. Die haben sich, ja, weil das hohl ist, weil das so ein großes Gebäude ist, und die haben da so eine eigene Welt gehabt, Schlumpfwelt. Und die Schlümpfe haben da gelebt und haben da so eigene Krebsstände gehabt und haben so ein eigenes Ding gemacht und so. Und Hütchenspieler und so. Und sind voll durchgedreht und das war Schlumpfwelt. Und irgendwann hatten die keinen Bock mehr. Ey, das ist alles in dieser Doku, die World ist so sick, Alter. Ey, voll nice Doku, ich schwör, Alter. Und dann haben die keinen Bock mehr gehabt auf die Twin Tower und haben Deepwater sich gekauft und die aufgeschnitten. Und das Schwarzpulver haben sie in so einen blauen Müllsack getan. Und dann haben sie das gesammelt und haben irgendwann haben die Innenwände mit Schwarzpulver beklebt. Und dann hat George Bush angerufen und meinte bei den Schlümpfen, ihr müsst ausziehen aus den Twin Towern. Und dann haben die gesagt, wenn wir gehen, dann geht hier alles in die Luft. Und dann haben die das in die Luft gejagt. Und dadurch, das ist eine Doku auf YouTube, das ist so sick, alles. Ich schwör's euch. Und neulich klingelt es bei dir an der Tür und da stand Nostradamus, Abgeordneter von den Mayas, der Sänger von Radiohead, weil Radiohead ist die einzig relevante Band auf diesem Planeten. Peter Maffay mit 20 rumänischen Kindern. Die Schlümpfe, Angela Merkel, George Bush, und die haben alle gesungen, halt die Fresse, Kriegenkind. Oh, da fährt doch ein bisschen nach. Such dir andere Ziele, gründ eine Familie, komm endlich klar. Halt die Fresse, Kriegenkind. Halt die Fresse, Kriegenkind. Wenn du nicht Christin, Baby,